Hallo und herzlich willkommen beim Harburger Lokschuppen mal wieder. Liebe Modellbahnfreunde der Spurweite H0, ich habe hier ein Rocco-Modell mit der Baureihe 44, Artikelnummer 72231 der Deutschen Reichsbahn Ostgesellschaft. Ich möchte euch dieses Modell mal kurz mit seinen Soundeigenschaften vorstellen. Und zwar haben wir dann über die Funktionstaste F2, da fangen wir mal mit an, die Pfeife. Einmal kurz und einmal lang. Das hört sich sehr gut an. Über F4 haben wir den Rauchgenerator zu schalten, der als Zubehörsatz erhältlich ist. Über F5 den Schaffnerpfiff. Über F ist der Rangiergang oder die halbe Geschwindigkeit zu schalten. F7 haben wir dann die Luftpumpe. Über F8 den Injektor. Über F9 das Überdruckventil. Über F10 den Brenner, ist ja eine ölgefeuerte Lok, hört sich auch sehr recht gut an. F11 das Entkupplungsgeräusch. Und man hat hier das unterschieden, also unter F11 mit Entkupplung und F12 ist Ankuppelgeräusch. F13 haben wir das Entwässern. Und F14 ist die Stummtaste. F15 haben wir Lokfahrt nochmal, Sound, was wir dazu schalten können. Und F16 haben wir eine Bahnhofsansage. Über F17 gibt es nochmal ein Weichenrattern, was man dann während der Fahrt dazu schalten kann, wenn man mag. Und unter F18 haben wir nochmal zusätzlich eine Lokpfeife. So, jetzt wollen wir uns das Modell natürlich auch während der Fahrt auf dem Smart Rail anhören. Ich drücke also jetzt erstmal Licht an und dann F-Funktionstaste F1. So, und dann kann es mal losgehen. Also das hört sich recht gut an für den dicken Dampfjumbo. Jetzt werde ich mal abrupt abbremsen. Auch das hat das Smart Rail eigentlich ganz gut gelöst. Das war es eigentlich. Ich bedanke mich bei euch und sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!